Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ein weiteres, ich lese aus meinem Tagebuch vor oder auch Tagebuchgeschichten, wie ich das tatsächlich auf meinem Kanal genannt habe. Ich entschuldige mich nach wie vor dafür, wie sehr es in diesem Raum hallt. Ich habe zumindest mal versucht, die Lichtsituation etwas besser zu gestalten. Also alle Lampen hier sind jetzt eingeschaltet, so ziemlich alle Lampen. Und ich fühle mich sehr von Licht beschienen. Ich mag sonst so Deckenlampen überhaupt gar nicht, aber ja. Und ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen. Ich bin sehr überrascht, wie gut diese Videos ankommen, weil ich so dachte, okay, ich habe das irgendwie vor Jahren mal gemacht. Ich glaube, da war der Kanal hier doch um einiges kleiner tatsächlich. Ich weiß nicht, irgendwie macht das doch sehr viel aus. Vielleicht auch dadurch, dass ich jetzt so regelmäßig immer gepostet habe, poste. Jetzt letzte Woche nicht, aber ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied einfach für den Algorithmus. Dann werde ich halt einfach öfters vorgeschlagen und ja. Aber vielleicht sind Tagebuchsachen auch gerade sehr beliebt. Das kann natürlich auch sein. Obwohl mir selber noch nichts da irgendwie weiter vorgeschlagen wurde, aber ja, ist ja immer sehr vom eigenen Algorithmus abhängig. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir schaffen heute auf jeden Fall den Mai in diesem Büchlein hier fertig. Und danach switche ich tatsächlich wieder zu dem anderen Tagebuch, weil da geht es dann mit dem Juni weiter. Aber ein paar Tage haben wir hier noch im Mai übrig. Liebes Tagebuch, heute ist der 25.05.05, Mittwoch. Heute Morgen hat Elle, meine Schwester, gesagt, Blau und Rot passt nicht zusammen. Dabei passt das doch prima. Mein Baby Penny, okay, voll der Themenwechsel, mein Baby Penny, hat zum Tagebuch gesagt, Fagebuch. Okay, das finde ich sehr lustig. Okay, mein Baby, das irgendwie 5 oder 7 Jahre alt ist, wie wir letztes Mal festgestellt haben, also meine Babypuppe, kann nicht Tagebuch sagen offensichtlich und sagt deswegen Fagebuch und ja. Das habe ich mir natürlich ausgedacht als Kind, aber... In der Schule hatte ich heute keine Entspannung, weil die Frau, die das macht, krank ist. Und deswegen fuhren wir aufgefeilt... Ich war... Ach so, deswegen wurden wir aufgeteilt. Ich war in der 1C und habe mit V gespielt. Okay, und dann habe ich hier ein wunderschönes Bild gemalt. Hier ist meine Schwester im Rock und das habe ich R-O-K geschrieben. Ja... Ich bin tatsächlich immer noch beeindruckt von der Mimi Hops, die ich da damals mal gemalt habe. Liebes Tagebuch, heute ist der 26.05.05. Heute haben wir in der Schule wieder... Ein Name. Heute haben wir in der Schule wieder W oder V. Ich würde mal schätzen, dass die Person eigentlich mit V geschrieben wird und nicht mit W. Einfach, ja, aber ich habe es damals mit W geschrieben. Ach ja, und Frau M, unsere Lehrerin, ist nicht da. Aber das ist nicht so schlimm, weil Frau P. uns dann unterrichtet. Und L., meine Schwester, hat heute Schwimmen. Und dann schwimme ich und Mama mit. Bei B oder V hat es voll Spaß gemacht, weil zuerst durften wir machen, was wir wollten. Und dann haben wir Merkball gespielt. Ja, es war immer toll, wenn irgendwie Vertretungslehrer in der Schule waren. Ja, und ich glaube, ich mochte diesen Sportlehrer sehr gern. Ich hatte eigentlich in meiner Schulzeit immer... recht coole Sportlehrer so zwischendurch. Also immer mindestens einen coolen Sportlehrer, den ich auch richtig mochte. Ich glaube, damals in der Grundschule hatten wir tatsächlich irgendwie 3-mal die Woche Sport. Also wir hatten ziemlich viel Sport. Und ich weiß noch, am Freitag war immer Bewegungslandschaft und das fand ich immer sehr cool. Da wurde so in der Sporthalle so ja, verschiedene Stationen quasi aufgebaut. Das war dann zum Beispiel sich am Seil über eine Matte schwingen oder mit so Rolldingern irgendwie durch so ein Parcours fahren oder sowas. Und ja, es war halt so eine aufgebaute Landschaft und dann konnte man immer so von Station zu Station gehen. Und ja, das weiß ich noch, dass mir das immer sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, in der Grundschule hat mir Sport tatsächlich noch Spaß gemacht. Später dann nicht mehr. aber ja, und Merkball fand ich eigentlich auch immer ganz okay. Und so Brennball, diese Spiele an sich fand ich immer ganz okay. Da wurde eins zwar auch vielleicht irgendwie ausgewählt, bei Merkball jetzt nicht, aber in welche Teams man halt ist. Aber das waren halt einfach immer nur 2 Teams und... Da war das nicht so dramatisch wie bei anderen Sachen, wo ich dann immer eine der Personen war, die als allerletztes gewählt wurde natürlich, weil ich nicht super krass sportlich war und ja, ich war unauffällig. Also ich hatte bei so diesen Spielen, wo man halt im Feld da irgendwie ist und von anderen abgeworfen wird, konnte ich mich immer ganz gut verstecken. Also man konnte sich ja nicht wirklich verstecken, aber die Leute habe ich halt einfach nicht so gut wahrgenommen. Ich glaube, das war da ein bisschen Vorteil oder zumindest
war das meiner Empfindung nach ein Vorteil. Also ja, da bin ich manchmal recht lange tatsächlich drin geblieben. Aber ja, hören wir auf, über Sport zu reden und fangen mit dem nächsten Tag an. Achso, ich kann noch mal eben ein wunderschönes Bild zeigen. Ich habe zu der Zeit scheinbar sehr gerne meine Schwester gemalt. So, der nächste Tag. Liebes Tagebuch, heute ist der 27.05.05, Freitag. Heute haben wir in der Schule Bewegungslandschaft. Worüber habe ich gerade geredet? Das haben wir immer freitags, habe ich sogar in Klammern geschrieben. Das finde ich ganz toll. Aber eins finde ich heute nicht toll. Dass wir einen Mathe-Test schreiben, habe ich auch sehr interessant geschrieben. Aber egal. Zu Hause spielt Elle, also meine Schwester, gerade Barbie. Und in der Schule haben wir unseren Wochenlohn gekriegt? Was ist denn ein Wochenlohn? Haben wir irgendwie Geld bekommen dafür, dass wir zur Schule gehen? Oder Wochenplan? Aber da steht Wochenlohn, also Wochen, L-O-H-N, Wochenlohn. Und dann in Klammern, den bekommen wir auch jeden Freitag. Ich habe keine Ahnung, was der Wochenlohn war. Weiß ich nicht. Klingt nach Geld, aber ich weiß nicht, vielleicht war das so Taschengeld, das irgendwie die Eltern für die Kinder den Lehrern gegeben haben. Ich weiß es nicht. Oder es war irgendwas anderes. Vielleicht hat das gar nichts mit Geld zu tun. Ach ja, und der Mathe-Test war voll einfach. Ja, dann war es ja nicht so schlimm. Und wir gehen auch nach... Das habe ich so geil geschrieben. Wir gehen auch nach einem Ort hier in der Stadt. Und Papa hat uns Süßigkeiten gekauft. Das habe ich auch sehr geil geschrieben. S-U-S-I-K-K-E-I-T-E-N. Also Süßigkeiten. Süßigkeiten. Dann ist hier eine wunderschöne Puppe, die ich gemalt habe. Ich finde das tatsächlich sehr unterhaltsam, dass ich immer irgendwas dazu gemalt habe. Das gibt dem irgendwie noch mehr Charakter, habe ich das Gefühl. Ich lache über die nächste Zeichnung. Liebes Tagebuch, heute ist der 28.05.05, Samstag. Heute hat Oma M. Geburtstag. Und dann schlafen wir bei Oma. Und wir gehen auch schwimmen. Mit J und L. Ich nehme fast alle meine Stofftiere mit. Zum Schwimmen natürlich, weil Stofftiere können bekanntlicherweise sehr gut schwimmen. Nein, ich meine natürlich zu meiner Oma. Also gehe ich mal von aus. Ja, dann habe ich aufgezählt, wen ich mitnehme. Mimi Hops, Pimboli, Didel, Didelina, Theo, ja, ich glaube Theo, Tina, Theo nochmal, aber klein geschrieben. Maggie, Reggie, okay. Hündchen, die alle habe ich mitgenommen. Und Maggie und Penny, meine Babys auch. Hat nur ihre eine Puppe und Leolina, Tina und ihre Spieluhr. Okay, interessant. Dann habe ich hier ein Bild von der Puppe meiner Schwester gemalt. Die sieht wundervoll aus. Ich kann mich tatsächlich an diese Puppe nicht erinnern, aber ich finde es sehr lustig, dass ich die gemalt habe. Und vor allen Dingen den Mund finde ich sehr lustig. Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Liebes Tagebuch, heute ist der 29.05.05, Sonntag. Mein Pimboli ist weg und ich hoffe, dass ich ihn bald wiederkriege. Und von L fehlt eine kleine Spange. Aber Oma hat ihn zum Glück wiedergefunden. Und jetzt spielen wir Stofftiere. Und ich spiele Pimboli. Elle spielt Maxi, Simba, in Klammern ihr Schlüsselanhänger von Mickey, Tina, Leo, Maggie Reggie, wer ist Maggie Reggie? Mini Hops und Hoppy. Und noch Theo und Leolina. Also keine Ahnung, wer all diese anderen Stofftiere, die ich da irgendwie noch hatte oder die meine Schwester hatte, wer das alles war. Pimboli und Mimi Hops und die Didel-Stofftiere, die kenne ich alle noch, weil die heißen auch einfach so, wie halt auch das jeweilige Stofftier hieß. Und ich glaube, Hündchen war auch irgendwann nochmal dabei. Jetzt nicht in dieser Aufzählung, aber ja, manche sind so ein bisschen selbsterklärend. Bei anderen denke ich mir so, ich habe keine Ahnung, was für ein Stofftier das ist. I don't know. Sorry übrigens, falls irgendwie das jetzt noch weiter ausgezoomt ist oder weiter rein. Ich musste gerade mal kurz die Batterie sich ein bisschen beruhigen lassen. Hier ist natürlich auch wieder ein sehr wunderschönes Bild dabei. Und zwar ein Bild von meiner Oma. Sehr, sehr artistisch von mir gemalt, besonders die Finger. Finde ich sehr schön. Liebes Tagebuch, heute ist der 30.05.05. Montag. Heute hatten wir Schwimmen.
von der Schule. Also in Klammern von der Schule. Da habe ich irgendwie angefangen, alles in Klammern zu schreiben. Ich weiß nicht warum. Scheinbar fand ich das irgendwie toll, interessant, keine Ahnung. Wir waren auch einmal kurz draußen, in Klammern, im Freibad. Das war voll kalt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und K hat mir gesagt, dass sie wegen ihrer Leistenzerrung keine Treppen laufen darf, aber sie muss manchmal ins Lehrerzimmer und dann trägt ihr Lehrer sie immer. Das ist ein bisschen weird, aber okay. Bald schreibe ich in ein anderes Tagebuch. Aber im Juli schreibe ich wieder in dieses Buch. Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war mein anderes Tagebuch, also das, was ihr schon kennt, dieses pinke Lidl-Tagebuch, vielleicht hatte ich das zwischendurch verloren oder ich wusste nicht, wo das ist und habe dann in dieses geschrieben. Oder das hier war praktischer, weil es so klein ist, dann kann ich es besser irgendwo hinnehmen. Ja, aber scheinbar habe ich es tatsächlich geplant, nach diesem Tagebuch dann in das andere zu schreiben, aber dann wieder das hier zu schreiben. Ja, gut zu wissen. Hier habe ich nichts sehr Tolles gemalt, ich habe nur ein bisschen einige der Karos angemalt. Kann eins auch mal machen. Und jetzt kommt der letzte Tag im Mai. Liebes Tagebuch, heute ist der 31.05.05, Dienstag. Heute hatten wir wieder Englisch. Diesmal haben wir ein Video. Ich habe das geschrieben W-I-D-I-O. Über einen kleinen Regenwurm geguckt. Und nach der Schule war ich noch einmal kurz bei K und habe kurz Kika gespielt. Okay, vielleicht gab es da eine Internetseite von Kika. Und ich habe eins zu... Ach nee, Kika. Ich habe das K-I-E-K-A geschrieben und am Anfang Kika, wie halt der Fernsehsender. Und da habe ich das E aber noch dazu geschrieben. Aber eigentlich wird das ja ganz anders geschrieben. Aber ich habe 1:0 gewonnen. Und zu Hause spiele ich gerade Stofftiere soll das heißen, aber hier steht Stoffiere. Also Stoff, ganz normal, wie Stoff halt. Und dann I-R-E, also Stoffiere. Ja, und dann ist hier kein Bild, sondern da steht gestern und vorgestern, F-O-H-R, und dann gestern, haben J und ich Schatzkarten gebastelt und Bücher geschrieben. Und dann steht da drunter von den Ferien im August. Okay. Weil es geht hier tatsächlich, glaube ich, mit August weiter. Ja, genau. Augustferien kommt dann hier als nächstes. Das heißt, ich habe doch nicht im Juli dann hier drin weitergeschrieben, sondern ich habe im Juni in dem anderen Tagebuch geschrieben. Und dann hier habe ich nur den August zusammengefasst, scheinbar. Aber ja, das kommt dann irgendwann anders, weil nächstes Mal kommt dann erstmal der Juni. Aber wie ihr seht, habe ich zu der Zeit sehr aktiv im Tagebuch geschrieben. Und ja, da gibt es noch einiges mehr. Das sind tatsächlich also ich habe noch, ich habe die beiden Tagebücher. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, wovon zwei nur so Hefte sind. Also ich weiß nicht, wie viel da wirklich drin steht, aber ja, wir haben noch einiges vor uns. Also ich habe noch einiges vorzulesen und ich habe auch vor, die alle vorzulesen, weil scheinbar kommt das ja sehr gut an und ich habe Lust dazu. Also ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und ja, abonniert vielleicht auch den Kanal, wenn ihr keine weiteren Tagebuchvideos verpassen möchtet und ja, vielleicht gefallen euch auch noch andere Videos auf diesem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf meinem Let's Play Kanal vorbeischauen, da gibt es relativ viel Sims Content, größtenteils Sims 4 und ja, schaut da gerne mal vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!